Okay, jetzt aber Endtime. Willkommen zurück zu Let's Play Metroid Abraham. Beim letzten Mal haben wir, ich weiß nicht, einen Boss besiegt. Es sah zumindest so aus, als wenn es ein Boss gewesen wäre. Ich merke gerade, raus kann ich immer noch nicht. Oder war das, nee, doch, da war der Eingang. Okay, das Vieh ist abgehauen. Ich glaube, ich habe zumindest gerade einen Verdacht, dass es das noch nicht gewesen ist. Zurück kann ich auch noch nicht. Dann muss ich wohl hier noch irgendwas machen. Ich glaube. Ach, Moment, das ist doch. Ja, das ist die Stelle, wo das Vieh eingebrochen ist. Ich ahne gerade was. Ich ahne, dass es noch nicht gewesen ist. It was clear that the Galactic Federation was developing bioweapons on the bottle ship. I wonder if Adam came here knowing that. Regardless, I knew I had to talk to the person in charge, Madeline Bergman. Of course, she would have to be alive in order for me to do that. Samus, start by searching areas you can access with your current equipment. We'll determine weapon and equipment authorization after we get a better understanding of the situation. Okay, so viel zum Erkunden dieses Sektors. Das hat sich damit wohl auch erledigt. Anscheinend gab es da wohl kein Secret, sonst sehe das wohl ein bisschen anders aus. Und ich merke gerade, jetzt scheint ein Feuersektor zu kommen. Das sieht zumindest ganz danach aus. Ah, was ist das denn? Puh, ach mal, du bist, ich bin weg. Tschüss. Irgendwas sagt mir, dass dieses Vieh gerade, dass wir das Vieh da unten in der Lava. Noch kennenlernen werden. Okay, gut. Offensichtlich mag uns dieses Vieh überhaupt nicht. Ich versuche mich gerade mal ein bisschen vorsichtig voranzubewegen. Wo taucht das Vieh auf? Wo taucht dieses Vieh auf? Okay, das war wieder zu langsam. Okay, hier werden jetzt die Ausweichreflexe getestet. Gut, ich kann mich entweder voll gut anstellen oder voll schlecht. Und so wie es gerade aussieht, voll schlecht. Ich glaube, ich muss im letzten Moment ausweichen. Das wird's wahrscheinlich sein.
erstmal rennen. Und zwar muss ich jetzt drücken. Ja. Oh Gott. Schnell rein da. Ich glaube, das wird noch nicht alles gewesen sein. Hier ist erstmal ein Safe Room. Och Mann, wie sich diese Speicherräume einfach manchmal nicht aktivieren wollen. Ja, hallo? Ich möchte gerne... So, per Tastendruck. Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ansonsten gehen die immer automatisch. Ja, danke. Ich sehe schon, ich muss über die Lava. Das heißt, jetzt werden nochmal... Oder jetzt kommen Quicktime-Momente, oder? Das macht nämlich dann Schaden. Schön. Ich würde fast meinen Lavas instant kill. Renn! Das ist bestimmt instant kill, die Lava. Renn! Oh, das kommt euch geschafft. Okay, gut. Besser als erwartet. Geht, lass mich in Ruhe. Ach so, das sind die wieder. Das was aus? Jetzt sag mir nicht, dass wir wieder im Speicherraum anfangen. Ich hoffe nicht. Oh, okay, hier. Gut. Die sind gar nicht mal so nice, die Viecher. Ja, gut. So geht's natürlich auch. Ich merke schon, ich muss das Teil da oben loswerden. Gut, anderswo waren es die Space Pirates bei Super Metroid und hier sind es halt diese Blechkandidaten. Ich bin fast schon wieder tot. Ja, ist schön, nur leider bin ich fast tot. Stirb. Nein, scheiße.
Ja, ich sterbe hier oft als, öfter als in Metroid Fusion. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Oh mein Gott, die Remote geht mir manchmal so auf die Klötze. Was mache ich denn? Ich hab's doch vorhin schon richtig gemacht. Ja, ich möchte gerne den Special Move benutzen. Mach schon, gib mir den Eisbeam bitte. Oh ja, es ist ganz anders aufgebaut als in anderen Metroids. Ja, und ich bin fast tot. Ja, bloß das wird jetzt nicht mehr bringen, denn ich bin gleich ziemlich am Arsch. Ja. Och man. Schon wieder. Und auf ein neues. Oh, die Viecher sind die Sch... Die gehen mir gerade richtig auf die Eier, die Viecher. Der ist schon mal weg. Okay, ich glaube am besten aufgeladen lassen. Das scheint ja wirklich gerade die beste Strategie zu sein. Und möglichst ausweichen. Das sieht nämlich gerade schon ein bisschen besser aus als beim letzten Mal. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Icebeam. Gut. Okay, gut. Nicer Move. Oh, ich will jetzt hier nicht schon wieder sterben. Lass die Typen eigentlich verschwinden. War's das? Ah, oh, ja gut, das war's. Geschafft. Gibt's irgendwas? Sieg vielleicht. Ah, wusste ich's doch, dass hier irgendwas gibt. Komm, hier ist noch was versteckt. Hier ist doch was versteckt. Hab ich's nicht gewusst. Aber Moment, was ist da drüben? Ich glaube, da geht's weiter. Ne, gut, ich will erstmal schauen, was hier gibt. Einen Schnelllader. Deine Beams werden schnell aufgeladen. Ach so, verstehe. Schnelllader hieß das Teil. Ich habe mich damals verlesen und habe Schnellradar verstanden. Aber es heißt Schnelllader. Gut, okay. Ah, kick mal an. Euch kenne ich doch noch. Aus anderen Metroid-Teilen. Feuergegner. War nicht an zu erwarten, einen Feuerareal. Haha.
Na, jetzt haben wir den Ice Beam. Das ist doch schon mal. Ja, das ist doch schon mal eine gute Waffe. Ich möchte gerade mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Ich glaube, ich darf von diesen Dingern nicht berührt werden. Dann kriege ich wahrscheinlich Schaden. Deswegen will ich es jetzt gar nicht rausfinden. Okay, Fireball. Okay, ich krieg da Schaden. Durchrennen ist hier fehl am Platz. Ach du Scheiße. Natürlich ganz toll, so ein Areal. Ach, zwei von euch. Nee. Komm, tschüss. Ernsthaft? Ja, natürlich doch. Oh, verpisst euch. Das war knapp. Ich muss sie killen. Gehen wir sonst zu auf die Klötze. Alter! Oh, zu viele von euch. Definitiv zu viele von euch. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Sagte er und ist gestorben. Moment mal. Hier blinkt doch was. Ach so, das war wahrscheinlich jetzt wegen. Ach so. Ich muss es nochmal machen. Okay. Items werden nicht gespeichert. Gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Secret war nicht schwer. Ja, Samus, es wäre mal nicht schlecht, auf die Gegner zu zielen, anstatt irgendwelchen anderen Kram. Gut. Ich würde sagen, das versuchen wir im nächsten Part nochmal. Bis dahin. Ciao.